einmal ein kurzes Video hier oben vom, von der Rooftop von der Skybar im Hotel. Genau, Hotelbar. Ja, genau, erster Tag hier in Bangkok haben wir hinter uns. Wir waren halt viel unterwegs, haben schon einiges besucht. Heute wirklich wahnsinnig für den ersten Tag. Gibt es erstmal für euch wahrscheinlich ein paar Tage immer Videos aus Bangkok, weil wir das auch so als unser persönliches Reisetagebuch sehen werden. Mhm. Und ja, was haben wir heute gemacht? Wir waren im Chatuchak-Markt. Wir waren im... Danach waren wir Chinatown, genau. Da schön durchgelaufen, dann wieder zurück, dann frisch gemacht, dann... Cocktail getrunken. Rooftop, genau, und hier. Und dann nochmal mit dem Boot. Geht's zum Asiatic. Wo wir dort etwas überrascht waren, da war echt total leer. Zwei Drittel waren leer, aber es kommt auch noch mal ein Video. Ja. Und ja, das war unser erster Tag in Bangkok. Und jetzt, wenn ihr Lust habt, genießt die Bilder. Und wenn euch Bangkok nicht interessiert, schaltet einfach weg. Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Lieferanten fahren hier mitten durch den Markt. Das ist Thailand. Irgendwie Ecken in Bangkok, hier im Asiatic Center. Da merkt man, dass irgendwie nach Corona noch bei weitem nicht alles drauf hat. Da ist wirklich alles leer. Der halbe Asiatic Center ist leer. Und zu vermieten. Oder zu vermieten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er nicht voll. So, hier auf der einen Seite, da ist alles zu. Alles. Dasselbe Spiel ist im Prinzip komplett unten auf der anderen Seite. Und nur hier in der Mitte. Bestimmt auch innen drin ganz viele Läden zu. Ich sag mal, echte Läden werden bestimmt zwei Drittel aller Läden zu haben. Minimum zwei Drittel haben zu aktuell. Essen geht, Essen hat auf hier in der Mitte.